Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier beim Yogi in meiner kleinen Technik-Ecke. Falls ihr auch immer schon mal mit gutem Sound auf den Ohren in den Krieg ziehen wolltet, dann ist das hier vielleicht heute das Richtige für euch. Ich möchte euch heute von J1, glaube ich, das Gaming-Headset, das High-Performance-Professional-Gaming-Headset zeigen. Wohl bemerkt, ganz, ganz wichtig, auch wenn diese Optik hier für mich als Erwachsenen und ja einigermaßen mündigen Menschen, hoffe ich, ist dieses Design doch dann ein bisschen grenzwertig ist. Also ich würde mir das nicht unbedingt auf den Kopf setzen. Das wurde mir zugeschickt, von wem auch immer. Ich habe es mal wieder mit niemandem besprochen. Es lag ganz einfach in der Post. Hat der nette DHL-Mann vorbeigebracht aus China. Und ja, ich zeige euch ganz einfach mal, was hier drin steckt. Es ist ein RGB-beleuchtetes Headset mit Klinkenstecker und ausklappbarem Mikrofon natürlich. Schönen Schutzpolsterchen auf den Ohren und am Kopf. Das schauen wir uns gleich an. Kabelfernbedienung. Mikrofon ohne Störungen und High Resolution, okay, mit S, gibt es auf jeden Fall in zwei Farben. Einmal in Tarngelb und einmal ja für die Wintereinsätze hier die schwarz-weiße oder die Eisversion sozusagen. Auf der Rückseite seht ihr die gelbe Version abgebildet. Im Karton befindet sich die schwarze. Ja, wie gesagt, mit Klinkenstecker. Die Stromversorgung für die Beleuchtung, die findet über einen USB-Stecker statt. Könnt ihr hier sehen, USB plus 3,5 mm Klinkenstecker. Ansonsten steht gar nicht viel auf der Verpackung. Nur noch eine Kompatibilitätsliste hier. Können wir natürlich mit sämtlichen Geräten verwenden, die einen Klinkensteckeranschluss haben. Zum Beispiel natürlich auch unser Smartphone. So, jetzt schauen wir mal da rein in das High Performance Professional Gaming Headset. Ich bin echt gespannt. Ja, High Performance Professional. Einfach in den Pappkarton reingeschmissen hier. Das ist nicht sehr professional. Das hier auch nicht. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht zu unfair sein. Das Ganze ist nämlich auch sehr preisgünstig. Und im Endeffekt geht es natürlich gleich ganz einfach um das Sounderlebnis und natürlich auch um die Mikrofonfunktion vielleicht noch. Hier ist eine kleine mehrsprachige Anleitung. Da haben wir hier vorne, ich nehme jetzt ganz einfach mal die englische Version, da die deutsche wahrscheinlich sowieso viel zu chaotisch übersetzt ist. Hier seht ihr die Bestandteile, das Headset, die Kabelfernbedienung, die beiden Stecker und wo ihr das Ganze in eurem PC einstöpseln müsst. 2,20 Meter Kabellänge, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und ja, ansonsten ein paar unwichtige technische Daten. Dann geht hier schon die nächste Sprache los. So sieht das gute Stück aus. 2,20 Meter Kabel haben wir hier. Am Ende, muss ich erstmal hier ein bisschen auseinanderfummeln. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Klinkenstecker. Genau, das ist nämlich ein kombinierter Klinkenstecker. Hier ist Lautsprecher, also Kopfhörer und Mikrofon in einem kombiniert. Das können wir zum Beispiel für unser Smartphone verwenden. Wenn ihr das Headset hingegen am PC anschließt, dann solltet ihr diesen Adapter hier verwenden. Der splittet die beiden Signale hier, also Kopfhörer und Mikrofon, nämlich klassisch auf einmal grün für Kopfhörer und einmal rot für das Mikrofon. Dann haben wir 2,20 Meter etwas textilummanteltes Kabel, auch wenn das ja eine günstige Ummantelung ist, sage ich mal vorsichtig. Hier so einen kleinen Verbinder, kann man den bewegen? Nö. Dann kommt ein ganzes Stück Kabel. Ja doch, hier wirkt das Kabel auf jeden Fall ein bisschen hochwertiger, würde ich sagen. Das fühlt sich schön stoffig und textilig an hier. Hier kommt dann die sehr klobige Kabelfernbedienung. Die sieht folgendermaßen aus. Die hat hier an der linken Seite erstmal einen Stummschalter, natürlich auch für das Mikrofon. Und ja, auch der wirkt ehrlich gesagt schon ein bisschen billig und klapprig. Ich bin mal gespannt, wie das gleich alles funktioniert, ob hier dann vielleicht sogar auch noch was leuchtet. Lautstärkeregler, auch der ja, läuft sehr unsauber, ein bisschen kratzig. Die ganze Kabelfernbedienung, naja, wirkt schon mal nicht wirklich hochwertig. Deswegen arbeiten wir uns weiter hoch zum Kernstück hier. Kabelführung sieht ganz in Ordnung aus, auch wenn die Kabel hier schon ja, ziemlich weggebogen sind. Schon so, wie es aus der Packung kam. Wahrscheinlich hat da oben der Packungsdeckel ein bisschen drauf gedrückt. Hier haben wir dann die Beleuchtung hinter, die könnt ihr da ansatzweise sehen. Und dann, ja, was ist das hier? Das ist so eine etwas softige Kunststoffoberfläche. Es wirkt auf jeden Fall den Preis angemessen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hatte mal nachgegoogelt, was das kostet. Das kostet wirklich nicht viel. Ich blende euch das gerade mal hier ein. Ja, und auch hier drin ist es ziemlich kunststoffig, plastikig und, ja, ich möchte nicht sagen billig. Ich denke mal, der Preisklasse ist es wie gesagt angemessen. Aber für mich persönlich muss ich sagen, dieses Design, das ist auch nichts mehr für einen erwachsenen Menschen. Zumindest wie gesagt, für niemanden, der damit in den Krieg ziehen will. Irgendwie als Panzergeneral oder so könnte man sich sowas noch aufziehen. Aber da hält es den Anforderungen wahrscheinlich nicht stand. Fühlt sich aber ansonsten, ja zumindest jetzt, wo es neuwertig ist,
wo es gerade ausgepackt ist, relativ schön an. Wir haben hier so eine Schaumoberfläche, die ist nicht irgendwie mit Leder überzogen. Das ist stoffig, das wird natürlich irgendein Synthetikmaterial sein. Hier unten dann irgendeine Kunstlederart. Und oben auch nochmal das gleiche als Stirn- oder beziehungsweise als Oberkopfpolster. Ausziehen können wir das Ganze natürlich auch. Und zwar logischerweise an beiden Seiten. Das fühlt sich sogar ziemlich gut und stabil an. Und ja, ich würde sagen, ich schmeiß mir das Ding jetzt mal auf den Apfel und dann gibt es nach ein paar Tagen ein Fazit für euch. Kommt mit! Ja, da bin ich wieder. Und jetzt übrigens, wie ihr bestimmt hören könnt, mit dem super Professional Gaming Mikro. Dieses Headset für Chat- und Videotelefonie und sowas, denke ich, ist das auf jeden Fall absolut ausreichend. Auch wenn mir die Qualität meines Markenmikrofons, dem Snowball von Blue, deutlich besser gefällt. Da spreche ich jetzt nochmal eben rein, damit ihr einen Vergleich habt. Ja, wie gesagt, gefällt mir persönlich besser, hat einen kräftigeren Sound meiner Meinung nach in der Stimme. Aber das Headset-Mikro auf jeden Fall auch brauchbar. Wie ihr jetzt nochmal eben hören könnt, denn ich habe nochmal umgeschaltet, habt ihr bestimmt gemerkt. Noch brauchbarer ist meiner Meinung nach aber der Klang auf den Kopfhörern. Der ist wirklich angenehm, hat schön ausgewogene Höhen und Tiefen, angenehme, aber keine übertriebenen Bässe auch. Und ja, da war ich wirklich überrascht, muss ich zugeben. Denn ja, die Verarbeitung und generell die Optik, naja, war jetzt nicht so mein Fall und bestimmt nicht das Hochqualitativste. Ebenso die Beleuchtung ist zumindest für mich überflüssig, zumal dazu ja eine USB-Steckerverbindung benötigt wird. Nutzt man diese nicht, baumelt der dicke USB-Stecker vom Headset halt immer irgendwo lose rum. Ist besonders nervig, wenn man das zum Beispiel mobil am Smartphone verwenden möchte. Am PC stört das dann natürlich nicht so. Mehr kann ich euch, denke ich, nicht erzählen, sollte nur ein kleiner Kurztest dieses schönen, ja, Military Professional Grade Headset sein. Das Outro spreche ich jetzt wieder über mein Hauptmikro ein. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne Feedback dalassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.